Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Mixture auf der Quest 2. Und das ist ein, ja, ich würde sagen, ja, ein Actionspiel. Wir sind ein Alchemist. Wir müssen verschiedene Sachen mischen und damit unsere Gegner auch bekämpfen. Unter anderem, wir haben auch Kämpfe, richtige Kämpfe. Wir haben auch einen Ritter. Und ja, da werde ich euch einige Szenen zeigen. Ein interessanter Mix auf jeden Fall. Danke an meine Sponsoren. Woodcross VR, Opermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und Aeroflight FS Flight Simulator. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Das ist hier alles ziemlich verrückt, muss man sagen, weil wir steuern nämlich mit dem linken Thumbstick hier unseren Kämpfer. Dann können wir hier auch, zum Beispiel mit dem B-Knopf im rechten Controller, können wir hier Angriffe machen. Und gleichzeitig sind wir auch aber dieser Alchemist, der zum Beispiel hier so Sachen schmeißen kann. Und das müssen wir alles koordinieren. Und das ist teilweise echt stressig. Und wir können auch hier Ressourcen abbauen. Die brauchen wir für diese ganzen Alchemie-Sachen. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ich musste nämlich gerade schon gegen den Boss kämpfen. So, wir können jetzt... Ich kann euch mal kurz die Settings zeigen. So, das war's. Ja. Normalerweise, wenn man im Hauptmenü ist, dann kann man noch ein bisschen mehr einstellen. Aber wir können jetzt hier mal gucken, was unsere Aufgabe ist. Wir müssen hier raus. Aus dem komischen Dungeon. Ja, hier ist halt noch so ein bisschen Story dabei, was ich auch ganz cool finde. Müssen wir mal gucken. Geht wahrscheinlich jetzt hoch, oder was? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Schön haben sie es hier. Also die Grafik, also der Style gefällt mir echt ganz gut von diesem Spiel, muss ich sagen. Da kann man nicht meckern. Also normalerweise kann man das hier auch, die Texte kann man zumindest auf Deutsch stellen, aber das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann weiß ich nicht, das finde ich doof, dass man das während dem Spiel nicht ändern kann. Wenn ich rausgehe, weiß ich nicht, wann der abgespeichert hat, ne, das ist das Problem. Move on. The Order is in crisis. Realm of Matter. Aha, wir müssen zwei Artefakte finden. Aha. Und Überlebende müssen wir finden. Ja, die blubbern schon arg viel, also, ja. Ich ziehe mir erstmal eins drüber. Oh nein, was habe ich getan? Jetzt blubbern die schon wieder. Lief. Ja, jetzt halt doch mal die Klappe, Junge. So. Merkwürdig, dass man die Kamera... Man kann die anscheinend nur links und rechts drehen, aber man kann zum Beispiel nicht da hinten hin oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, wir gehen mal kurz ins Menü und gucken mal, was wir jetzt machen sollen. Also wir sollen... Seek Lost Knights in Peaks and find means to enter Refinery. Ah, jetzt weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Gut. Wir gehen einfach mal irgendwo rein. Was ist das denn? Ich geh einfach mal hier rein, mal gucken. B? Why are some of the gates locked? Ah, okay. Das ist gesperrt, weil wir noch Noobs sind. Mal hier rein. Ich schätze mal, dass wir da rein vielleicht... Bin ich gerade runter? Ja! Bin ich runtergefallen. Aber man hat immer so Speicher... Also so, ja, was heißt Speicherpunkt? So Waypoints und dann kann man da sich zurücksetzen. Ah, hier, das ist auch gesperrt. Genau. Und der dann wahrscheinlich
Junge! Du, wenn du nicht sofort, wenn du nicht die ganze Zeit hinguckst, dann fällst du einfach runter. Hier, das wird wahrscheinlich auch gesperrt sein. Genau. So, das heißt, diese Gegenden, die werden wir dann später noch erforschen. Dann kann es ja nur hier sein. Ja. Interessant. Ich hoffe, ich kann euch jetzt mal so einen Kampf zeigen oder sowas. Oder zumindest, wie man diese... Wow. Also schick sieht's aus, da kann man nicht meckern. Ah, in der Raffinerie sind wir jetzt. Auf A kann man hier so ein bisschen schneller dashen auf dem rechten Controller. Was ein bisschen nervt, dass man anscheinend nicht rennen kann. Also wenn man das jetzt gedrückt hält oder irgendwas, läuft er genauso schnell. Ah, das können wir wieder hier farmen. Seht ihr? Einfach den Trigger gedrückt halten. Ah, das sind die Speicherpunkte. Genau. Wenn man hier reingeht, dann hat man quasi gespeichert. Jetzt ist die Frage, was man machen muss. Wahrscheinlich muss man irgendwas reinschmeißen. So, wir halten jetzt den rechten Trigger gedrückt. Und dann haben wir hier unsere Potions. Allerdings haben wir nicht genug. Mal kurz gucken. Irgendwas fehlt hier. Dann müssen wir wahrscheinlich selber draufschlagen einfach. What has happened here? One of our knights fallen this close to the fortress. Path blocked. To comfortably look back, turn. Ja, das kennen wir ja. Und jetzt? Was will er denn jetzt von mir? Hab ich ja. Da unten geht's runter? Oder wie, oder was? Tatsächlich. Hä, aber doch nicht. Hä? Dash into the air and press A again to spread mode. Krass. Woo! Das ist ja cool. Wir können gleiten. Das finde ich jetzt zu weit entfernt irgendwie. Da würde ich jetzt gerne mir wünschen, dass man irgendwie näher da dran kommt, aber irgendwie will er das nicht. Zup. Das ist zu... Du siehst ja fast nichts hier. So. Da rein sollen wir gehen, bestimmt, oder? Aber hier ist ja nichts. Da-dam-dam-dam-dam. Schön haben sie es hier auch. Da ist, glaube ich, ein... Ist das ein... Ne, der ist tot? Ja, ne? Kann man hier drauflatschen? Oder ist man so, oh. Man kann nicht drauflatschen, okay. Zack. Was ist das denn? What is that glittery thing? Light Seed ist das. Die Essenz des Lichts. Light Seed.
Schlacht der Sünde. Kann man jetzt? Ne, kann man immer erst mal. Ah, hier sind Ressourcen wieder. Was ist denn das? Können wir jetzt... Ah, jetzt können wir was machen. So. Können wir den eins drüber ziehen? Nee. Glue the metal tentacle to the ground. Glue the metal tentacle to... You can now safely pass or even attack the tentacle to claim a prize. Ah! So, jetzt brauchen wir nämlich diesen Kram hier. Eigentlich brauchen... Ne, den hier, ne? Genau, jetzt werfen wir es dahin. So, und jetzt ist er... Jetzt klebt er. Jetzt können wir dem eins drüber braten. Ha! Jetzt kriegen wir hier das Zeug. Ja, wir können jetzt hier aber nicht drüber, ne? Ich glaube, wir sollten irgendwie hier lang. Gar nicht so einfach. Hä? So ganz gecheckt habe ich das nicht. Jetzt müssen wir nämlich von vorne anfangen. Also irgendwas habe ich, glaube ich, verkackt mit diesen... Was ich ganz manchmal schwierig finde bei dem Spiel, die Texte, die da kommen, die sind so schnell wieder weg, dass du keine Zeit hast, die zu lesen. Ich guck mal, ob man das Zeug hier aufheben kann vielleicht. Nee. Also irgendwas ist mit diesen Dingern hier. Du kannst ja da drauf gehen. Boah, ich finde das so nervig, dass der so langsam geht, ne? Boah, da bist du ja Stunden unterwegs. Vor allem, wenn du die ganze Zeit krepierst. Kann man die kaputt machen? Nee. Boah. Jetzt kommst du ja auch nicht mehr hoch. Also ich finde das schon merkwürdig. Ich weiß nicht, was willst du denn jetzt hier machen? Du kannst ja... Springen kann ich ja jetzt nicht. So, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Also irgendwie... Vielleicht müssen wir hier irgendwas machen. Es bringt auch nichts, ne? Nee. Ja, jetzt bin ich wieder tot auf jeden Fall wahrscheinlich. Aber warte mal, da ist noch so ein Ding. Ah, warte mal, vielleicht... Da ist noch eins, seht ihr das? Guck mal. Ach, Kacke. Das ist ein Scheiß, ey. Jetzt kannst du nämlich die Kamera nicht drehen. Und wie will ich das Ding jetzt treffen? Wie soll ich den von da treffen? Wenn... So, jetzt. Vielleicht passiert jetzt irgendwas. Hallo? Nö, hat nichts gebracht. Scheiße. Guck mal, da oben ist noch was. Warte mal, jetzt kann ich hier irgendwas machen. Bringt das was? Nö. Das da? Ich weiß es nicht, wie man hier weiterkommt. Oder warte mal. Vielleicht muss ich das hier drauf schmeißen. Nee. Es ist ja wieder dieses Ding da.
Ah, so geht das. Doch, das geht wohl. Man muss einfach da durchdashen. So. Man kriegt keinen Schaden. Huha, ho. So. Stirb. Huha. Zack. So, Speicherpunkt. Also im Prinzip ist das gar nicht so schlecht. Aber irgendwie... Ah, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Das ist alles ein bisschen arg frickelig irgendwie. Da musst du hier und da... Was mich richtig ankotzt, ist, dass man die Kamera nicht frei bewegen kann. Ich will jetzt zum Beispiel die ganze Ansicht so drehen. Das geht aber nicht. Ich kann die Ansicht nicht drehen. Ich kann nur hier so Snap-Turn machen. Aber ich will zum Beispiel von da hinten die Kamera sehen. Weil gerade, ne, wenn man da nämlich auf diese Figuren schmeißt, dann musst du irgendwie... Ja, keine Ahnung. Das irgendwie so zielen. Und dann geht das manchmal nicht. So, jetzt hier mit diesem Zeug kann man jetzt springen. Zack. So. Ah, jetzt kann man mit denen reden. Der goldene Wasserfall. Ja, ich überspringe das jetzt einfach mal. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das Video an der Stelle anhalten. Sonst... Nervt das jetzt ein bisschen. Oh, jetzt geht's hier los. Hä? Hä? Okay, irgendwas. So. Oh! Boah, das war knapp. Hat er sich gerade noch festgehalten. Was sind das eigentlich für Dinge? Oh oh. Ah, das sind jetzt Gegner. Den kannst du einfach eine drüber zimmern. Komm schon. Oha. Oh oh. Ja, der erreicht mich nicht von da hinten. Der Drecksack. So. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Ah, das ist schon wieder so ein... Zack. Also die Idee ist halt ganz cool, dass wir gleichzeitig diesen Kämpfer steuern und müssen auch gleichzeitig alles koordinieren hier mit unseren... unserem Alchemist. Das ist schon echt abgefahren gemacht, aber auch sehr frickelig teilweise. Vor allem, wenn du Endgegner hast. Das könnt ihr auf meinem englischen Kanal sehen, da habe ich gegen einen Endgegner gekämpft. Da ist das sehr, sehr frickelig, weil du musst dann mit dem ausweichen und gleichzeitig musst du noch Ressourcen farmen und dann musst du noch hier das alles koordinieren. Also das ist schon, ja, ein bisschen krass. Hä? Zack. Was ist das denn da? Wie soll ich denn da jetzt? Scheiße. Ja, und tot. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst, ne, wo man springen muss oder so. Ach ja, ich habe es gesehen. Da hinten, seht ihr das da? Diese Dinger muss man weghauen und dann kann man da springen. Also man muss schon auf Kleinigkeiten achten und so. Ja, Leute, so sieht's aus. Also, ja... Wenn ihr Bock auf so viel Koordination habt und so, dann ist das was für mich. Für mich ist das irgendwie zu... Ich finde das um Gottes Willen nicht schlecht. Das ist aber für mich irgendwie zu frickelig. Ich glaube, da irgendwie bin ich zu alt oder Brain AFK oder so. Ich weiß es nicht. Bock macht's aber trotzdem auf jeden Fall. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Mixture, Leute. Ja, puh. Also, wie gesagt, wahrscheinlich bin ich ein bisschen alt für diese ganze Koordination. Ich weiß es nicht. das hat mich irgendwie gekillt, diese ganze Koordination. Du musst mit dem linken Stick kontrollierst du die Figur, kämpfst mit der gleichzeitig, dann farmst du Ressourcen, musst gleichzeitig Sachen schmeißen. Also du musst das nicht immer gleichzeitig machen, aber zum Beispiel bei den Bosskämpfen und so ist das schon echt heftig. Also...
Weiß nicht, also für mich persönlich ist das alles ein bisschen stressig. Ich mag ja keine stressigen Spiele. Aber was ich halt mag, ist die Umgebung, das sieht toll aus und so. Was ich gar nicht mag, ist die Kameraführung. Manchmal ist das so ganz weit weg und manchmal denke ich mir auch, hä, warum kann ich denn jetzt nicht die Kamera so an die Stelle positionieren, wo ich es gerne hätte? Dann ist irgendwas im Weg, dann kannst du das nicht genau schmeißen, deine Säfte, die du da hast. Und dann ist das ein bisschen schade. Aber insgesamt ist das durchaus ein schickes Spiel. Ich glaube, da werden einige Leute Spaß mit haben. Und schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Ihr habt es gesehen, wenn das was für euch ist, greift zu. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de